Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2. Wie man sieht, mein Spiel läuft mal wieder. Und wie man sieht, ich stehe mal ein bisschen wieder rum, um ein bisschen was zu sagen. Denn wir schauen uns mal an, was gibt's diese Woche. Ja, ich habe schon kein Recap mehr gemacht die letzten paar Wochen. Will eigentlich auch nicht herumstehen, wie gesagt. Und wir sehen uns trotzdem an, was gibt's diese Woche. Und gibt es irgendwelche News? Ja, also das schauen wir uns jetzt zuerst mal gemeinsam in-game mal an. Was gibt es Neues in dem Spiel? Also im Moment hat in der Saison 5 der Schattenwelle, also das ist ja die wiederholbare Saison, hat jetzt begonnen und zwar die Fahndung. Hier wie immer der Multiplikator drauf mit 2x EP für diese 10.500.000. Ich habe es endlich gemerkt. Gibt da natürlich auch diese ganzen Belohnungen. Wie man sieht, ich habe selber nicht gespielt. Mein PC wollte ja nicht. Das heißt, ich bin selber erst überhaupt in der Liga oder generell in der Season erst auf 50. Ja, hat also hier noch etliches aufzuholen. Aber hier gibt es, wie gesagt, jetzt im Moment Saturn. Hier, was haben wir denn alles zu machen? Ich müsste nachsehen, eine Bossetage abschließen. Ja, also 10, 20, 30, 40, 50 und so weiter im Summit. Battery Park, Financial District, Two Bridges, Coney Island. Also man hat hier eigentlich die New York Sachen drinnen. Plus die zwei Coney Island Sachen auf der anderen Map in Washington DC. Also hier, das ist mal wenigstens wieder eine Fahndung. Wie ich mich erinnern kann, war ja nicht so viel in New York. Das heißt, wir können hier wieder etliches in New York spielen. Hier gibt es als Belohnung eigentlich nur einen Saisonbehälter, wenn ihr es abgeschlossen habt. Und natürlich halt einfach den Abschluss. Ne? Also für eure Fahndung komplett bekommt ihr das dann. Und wie man sieht, Kenley College wäre verfügbar im Moment. Also wer es spielen mag, Kenley ist wieder verfügbar. Weiß ich auch nicht, warum sie es immer raustun. Sie sollen es auch permanent anlassen, meiner Meinung nach. Denn hier ist es wieder drinnen. Dann kommt es wieder irgendwann wahrscheinlich. Ja, also hier dann wieder, dann ist es wieder zwei Wochen nicht. Also keine Ahnung, sie sollen es auch einfach reingeben, meiner Meinung nach. Ja, aber was tut sich sonst rund um die Division 2? Eigentlich nichts im Moment. Ich habe Twitter durchforst, ich habe Foren durchforst, ich habe mich hingesetzt, glaube ich, ein, zwei Stunden und habe geschaut, gibt es eigentlich irgendwo irgendwas? Und eigentlich nein. Also so still an sich war es noch nie, dass nicht einmal irgendjemand irgendwas mal twittert. Es gab auch Probleme laut Forum wieder, dass das Spiel nicht funktioniert hat. Das habe ich nicht miterlebt. Man meint, es hat eh nicht funktioniert. Also hier, es tut sich gar nichts im Moment. Eigentlich sehr schade, dass wir gar keine Informationen bekommen. Meiner Meinung nach, ich habe das schon einmal gesagt, das mit dem neuen Projekt und so weiter. Also hier, ich erwarte nicht zu viel. Wie gesagt, jetzt hat man halt einfach diese Season wieder wiederholt. Ich weiß, das Video ist für einige wahrscheinlich sehr langweilig, denn ja, es ist wieder wiederholbar, ja. Es tut sich halt nichts, ich werde es jetzt aber wieder spielen zum Glück, denn es funktioniert wieder. Das heißt, man wird mich auch wieder in der Division 2 wieder sehen, denn an sich das Spiel ist gut, gefällt mir. Inhalte sind halt wenig da. Sorry, Inhalte sind wenig da, aber ja, wir geben die Hoffnung nicht auf. Schön wäre es halt, wenn sie Änderungen reinbringen wie Nebenmissionen wiederholen und so weiter. Einfach wiederholbare Sachen. Das wäre mal geil. Immerhin, dass man wenigstens was Neues spielen kann. Auch wenn man es schon einmal gespielt hat. Aber wir sind etliche Missionen jetzt schon 500 oder 1000 Mal gelaufen. Also eine Nebenmission nur einmal. Vielleicht könnte man die mal wiederholen. So als Idee in der Zwischenzeit, bis sich halt wieder irgendwas mal tut. Ja, somit. Ich würde mal sagen, das war wieder mein Update-Video für dieses Monat. Wer halt monatlich mal reinschauen, ja nicht mehr wöchentlich. Wenn das für euch okay ist, schreibt es in die Kommentare, ja, ob es monatlich in Ordnung ist, dass ich mal so wie jetzt mal ein Video mache, ob ich irgendwas gefunden habe, ob es Neuigkeiten gibt. Ja, aber hier, wie gesagt, ist nichts gekommen. Jo, somit Kommentare, Like, Abo wie immer gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.